Was geht, Leute? Mein Name ist Anil Fox und heute spielen wir die dritte Folge von The Mask Maker. Das letzte Mal haben wir das Sumpfgebiet erkundet, war ein bisschen holprig, lag aber an meiner Seite. Und diesmal stehen wir vor diesem riesigen Turm. Da werden wir jetzt reingehen und ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, ihr auch. Nach dem Intro geht's los. Wir sind zurück vor diesem großen Turm. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal zurück. Gerade gedacht, da steht eine, das bin aber ich. Und dann gehen wir in den Turm rein. Ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Ich habe das System neu geändert. Die Aufnahme wird jetzt separat über einen Laptop durchgeführt, dass der PC rein die VR-Performance ausrechnet und sich nicht mehr um die Aufnahme kümmern muss. Deswegen muss ich gucken, zwei verschiedene Sprachsteuerungen. Claire ist nicht mehr allein, Jarvis hat sich dazu gesellt, beziehungsweise wurde hinzugefügt. Ja, mal gucken, ob ich mich an den Workflow gewöhnen werde, beziehungsweise ich muss mich gewöhnen. Aber nichtsdestotrotz, los in den Turm, ich rede viel zu viel. Closer, you are nearly there. You need to synchronize with our statues. Muss ich Faust machen? Hallo? War das nicht so? Synchronize with our three statues. Ich bin schon dabei. Hoch. Leicht angewinkelt. Muss ich richtig stehen. Ah, das Spiel nimmt es wirklich ernst. Nicht so hoch. Leicht angewinkelt. Ah, das Spiel nimmt es wirklich ernst. Mit der Statue. Ascend the tower full apprentice. Find the fragment of the master's mask. I cannot follow everything else. Ascend the tower full. Got it. Find the fragment of the master's mask. Ich hab nicht zugehört, wie immer. Everything else. Got it. Okay. Nehmen wir dich mit. Ich hab nicht zugehört, wie immer. Nö. Nehmen wir dich mit. Gut, dann gehen wir mal rein. Nö. It is good to see you. Gut, dann gehen wir mal rein. Oh, ziemlich hoch. Oh, ziemlich hoch. But your path is your own to choose. Already you can tell that all is not what it seems, right? Perhaps you do have some sense underneath that mask. Klar. Ich bin intelligent. Once linked the realm to the workshop, so it is here that the last of our power remains. Okay. Climb the tower. I am waiting. Okay, machen wir. Ich denke mal. Was? Was? Hä? Okay. Funktioniert. Okay, wir müssen da irgendwie hoch. Dann gucken wir mal. Gehen wir mal in die Mitte, das leuchtet so schön. Oh, das funktioniert. Was? Halte die Maskentaste und wähle eine Maske. Ich weiß doch, wie das funktioniert. But you have more potential than he will tell you. So, I have unlocked your abilities a little. Wie? There. Oh! You will no longer need to return to the workshop to choose a new mask. You can now change nice. On the spot. Take up a mask and try borrowing into these two guardians to discover what you can do. Aha! On the fly! Richtig nice.
into the oven. Aha, und dann werden die so gehighlightet. Okay, ich sehe kommen, das wird ein schnelles Sweep-Swap von Masken später. Ich hoffe auch time-based. Now ascend the tower. Nochmal! Sorry. Weiter geht's. Also, am 27.12.1989 bin ich in einer kleinen Stadt namens Pforzheim geboren. Ach so, das wolltest du nicht wissen. Oh, das ist keine Marionette. Oh, und was ist das? There you are. I can't see your true shape, but then I am not myself either. I am Neo. Neo. Swaps. Aha, okay. Mine is the first secret law of Carnival. Ich mag kein Karneval. Love thyself, but do not allow vanity to take root, lest you lose yourself in the masquerade. You met my siblings and I. Die Musik ist richtig schön, finde ich. We will not harm you, whatever the king has told you. Or maybe he prefers to keep us secret these days. Ja, das befürchte ich auch. To paint over all trace of his story. But even if you change a story's mask, the story stays the same, unlike people. You must remember. Remember, a story you heard long ago, in a distant place, a mask shop. Remember that you are not just a wooden dummy, standing where he has put you. Remember, you are more than the mask. Ich verstehe dich nicht. Bin ich jetzt die Maske oder bin ich jetzt der kleine Junge? You will discover the truth. Ah, will ich das? Na, okay. Don't jump scare me. Gott. Was ist mit deinem Gesicht los? Okay. So the master had his apprentice. The nameless boy grew up amid the paint pots and false faces of the mask shop. The boy learned fast. And he was gifted at the old techniques, tying feathers and mixing pigment and shaping wood. The master told the boy tales of the magical lands he had traveled through, searching for inspiration and components for his masks. Bright islands, deep forests, and high peaks. The boy dreamed of exploring these places for himself, discovering things the master had missed, and always his master promised. Soon, when you are ready. The old master taught him the three secret laws of Carnival. The three laws which keep those who would create new faces from becoming lost in masquerade. Firstly, you must love thyself and deny vanity. Second, know thyself to escape oblivion. And third, be open and tolerant. Weise Punkte. Wirklich. Nicht nur wichtig für das Spiel, sondern auch wichtig generell. Vergisst man oft. Auch ich selber. The maskmaker kept his secrets. He would not allow the boy to read his ancient blueprints, handed down from maskmaker to maskmaker. And the boy could never enter the master's secret workshop, where he created his For it is dangerous to make new faces when you do not yet know your own. Whew. True. Frustrated with rules and riddles, the boy would run away, pockets full, searching for what lay beneath his own mask. Ah, er ist also gegangen. You begin to see. Ja. The mask begins to slip.
Now you must continue your journey. We three spirits are trapped in shop, weak and fragmented, where we were first broken apart. Only in these ancient towers can we enter the Mask Realm, where the King's power is weakest, and speak to you as we once were. Reach the other two towers. Speak to my siblings. Learn the truth. And do not trust the King. Nee, definitiv nicht. Da ist irgendwas im Busch. Aber wir gucken uns noch mal kurz noch den anderen da an. Das ist doch komisch, dass das so verdeckt ist. You may now enter and leave the tower freely. Take off your mask and return to the workshop. Muss ich den scannen? Den kann ich doch auch scannen in Anführungszeichen. Das ist so eine Barriere. Fuck. Nein! Oh, Kacke! Scheiße, was habe ich denn wieder angestellt? Ich müsste die doch, glaub, noch mal haben, oder? Ja, hier ist sie, aber... wenn ich jetzt die nehme... Und wieder weggehe. Nein, König, ich habe gerade keine Zeit für dich. Scheiße. Und was, wenn ich... Das ist jetzt untypisch, aber... die Maske im Stecken anziehe. Scheiße. Oh Mann. Oder ich baue sie einfach nochmal. Also irgendwie... Ja, egal. So, wir sind hier, drin. Okay, wie machen wir das? So. Da haben wir das. Jetzt versuchen wir, da durchzuglitschen. Können wir das? Nee. Nee, das ist schon, glaube ich, schon so bewusst, dass man das nicht einscannen kann. Warum auch immer. Deswegen halten wir uns da nicht länger auf und gehen weiter. Oh, wow. Ich dachte, ich kann da jetzt... Nein. Soll ich den Sumpf jetzt verlassen oder soll ich jetzt... Aber warum? Na, dann gehen wir mal erstmal wieder zurück zum Sumpf. Der König wollte mit uns sprechen. Oder auch nicht. Ja. Dann keine Ahnung. Dann machen wir uns wahrscheinlich wieder auf den Weg zur ersten... Wir sollten ja eigentlich jetzt die machen. Aber ich glaube, mir fehlt noch was, um die herzustellen hier. Oder? Oder nicht? Nee, hier fehlt mir noch was. A mask is a performance, and it expects you to play along. You must know what your mask needs you to be. Ich weiß, das da, das suchen wir. Deswegen müssen wir jetzt in die blaue Zone. Müssen eine neue Maske herstellen. Die kann weg. Blöd, dass wir nicht torsten können. Ich würde jetzt mal die Sachen, die ja schon mal da sind, mal nicht wegschmeißen.
Und in den Mülleimer, dass kein Mülleimer ist. Okay. Okay, also, nächste Maske wird gebaut. Achso, wir müssen noch, wir brauchen ja noch eine Schablone. So. Ach, das ist schon mal ein Failsafe, dass man nicht einfach so wahllos rumhämmert. Braucht man erst die Schablone, um an das Werkzeug überhaupt dran zu kommen. So, dann wollen wir mal. Ich kann es immer wieder sagen, das gefällt mir am meisten. Das fühlt sich einfach so gut an mit dem Force Feedback. Hier diese Einzelteile da wegzuschlagen. Ich weiß nicht, warum das mir so gefällt. Das sind nur Kleinigkeiten, die aber so viel ausmachen. There have been great civilizations that rose without the wheel, but all cultures find ways to mask their members. So. The mask of the mountain. To wear it, you must know thyself and fight against the shadow of oblivion. Lol. Kann man einfach hier so für Unruhe stiften, einfach hier alles durcheinander bringen. So. Okay. In blau. I can feel the power. Perhaps you shall be the one to heal the realm. Ja, ich bin es. Richtig erkannt. Mal hier schön für Ordnung kurz schaffen. Denn Ordnung muss sein. So. Dann würde ich sagen, auf zur nächsten Welt. Schnee. Oh, süße Handschuhe. Ups. Oh, süße Handschuhe. Da wird mir schön wulmig ums Herz. Können wir hier das Fenster aufmachen? Nein, können wir nicht. Okay. Ich hasse Schnee. Ich hasse Schnee über alles. Ah, the Zephyr Peaks. When I first came here, the air was the clearest I'd ever smelled. And the ringing of the chimes, the singing of the shepherds from mountain to mountain. Bling, bling. Well, a king cannot play favorites, of course. And this should be a place for a clear mind. For solitude. I saw to that. Also es ist echt schön hier, muss ich schon sagen. Auch wenn es nur rein weiß und Blautöne sind. Die Höhe ist halt echt. Und da ist der Turm, die Höhe und alles und bla bla bla. Oh, schon nett hier. The windmills still turn here mostly. But my children are helpless without instructions. Gucken wir einfach mal hier ein bisschen um. Ich weiß, da unten ist unser erste Maske zum Scannen. The fabulous red-heart birds migrate all across the realm, but they always manage to find the very highest, hardest and damn well reached places to nest. Oh, es wird windig. Da, eine Feder. Scaling these heights during my own apprenticeship. And of course, a feather of the red-heart bird. At least, that's what I always called them. My predecessor didn't leave many clues. Oh, da! Das ist auch schön. Oh, das ist eine Riesenwelt! Mal überleg, wie viel man da laufen kann. Ist hier noch unten irgendwas? Wir dürfen nichts vergessen. Klar, da ist der nächste Meister, da geht's zum Turm rein. Hallo! Okay. Warte.
kurz nochmal hier diese obere Ebene an. Oh. Genau. Aha. Etwas zum Bauen. Zahnräder. Oh, ich habe schlechte Erfahrungen mit Zahnrädern. Besagtes Spiel, das schlechte Erfahrungen hervorgerufen hat, wird, denke ich mal, bald kommen. This windmill once moved the cable car, but looks like someone has started to repair it and left the place in disorder. Look around, there may be something to fix it. Ja, ja, bin dabei. Never throw anything away. Mal kurz alles mit. Ja, besagtes Spiel, das schlechte Erfahrungen hervorgerufen hat, wird kommen, denke ich, kommenden Montag. Und ich muss sagen, sogar dieses Prinzip ist einleuchtender als das besagte Spiel. Und wie ich mich aufgeregt habe, nee, da muss ein größeres hin, da ist noch ein größeres, viel intuitiver dieses jetzt hier als das besagte Spiel. Das hat mich so aufgeregt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach nicht klar kam mit der Mechanik, kann auch noch dazu kommen. Ich komme jetzt ja schon wieder nicht klar damit. Wir müssen jetzt eigentlich nur eine Verbindung zu den beiden herstellen. Wenn ich jetzt so ein Riesendingens nehme, obala, macht das ja keinen Unterschied. Das macht ja keinen Sinn. Ist da unten noch eins? Ja, da ist noch eins. Okay. Okay, 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 okay. Ich würde sagen, dass da... Oh Mann. Kommt definitiv hier hin. Das ist in der Höhe. Wir brauchen ein mittelgroßes, das hier hinkommt. Und dann brauchen wir nur noch ein kleines. Und zwar das hier. Ein kleines, echt? Nee, das macht keinen Sinn. Aber eigentlich ist das Teil viel zu hoch. Kann man das nicht ein bisschen tiefer machen? Hm. Also so ein ganz kleines macht ja auch keinen Sinn. Nee, 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 nee. Hm. Wir gucken mal kurz, was wir hier oben machen können. Okay, okay, verstehe. Das macht jetzt schon eher Sinn. Deswegen kommt hier definitiv das Kleine hin. Nein, Mittel. Das ist, glaube ich... Nee, das passt. So, gut geschafft. Und zack. Success. Ja. Industry. The wheels of the world turn once more. Ah, but you have to keep holding the lever to turn the mechanism. So, das heißt, jetzt scannen wir erstmal ihn ein. Na, wo ist er? See those feathers on the top of his mask. Tschüss. This one is from the village in the back. Drei Feder. Okay. Oh. Wolltest du noch was sagen? Ich bin viel zu voreilig, ich weiß. Ja, okay. Machen kurz die Maske. Die ist blau. Und Standardfedern. Vorne. Ja. 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 Schön wieder Verordnung schaffen. Und los geht's. So, wir sind jetzt hier drin. Und, achso, wir können ja jetzt, wir haben doch etwas gelernt. Wechseln. To switch masks outside the workshop.
Ja, das habe ich selber mir beigebracht. So, und dann können wir jetzt hier den Dude da laufen lassen. Und einfach auf die andere Seite kommen. Und stopp. Oh. Da ist auch irgendwas. Gucken wir uns nochmal kurz an. Sieht aus wie ein Beutel. Können wir das nehmen? A wooden dummy. A plaything given me by my old master. Hallo? Containing about as much human feeling. He told me I would understand one day how a wooden face is the best. Ah, es kommt auf die andere Seite. I think the old fool had forgotten more about masks than he ever knew about children. Weil rein kann ich ja jetzt nicht drauf. Nee, also. Ist ja das Einzige. Hier drauf zu kommen. Okay, ich habe irgendwas durcheinander gemacht. Ich kann mich hier ja auch nicht rausbewegen. Oh Mann, jedes Mal vergesse ich das. Okay. Ich kann nicht rein, aber ich kann auch nicht raus. Was hat das dann gebracht? Kann ich vielleicht... Nee, das macht auch keinen Sinn. Nein! Warum bin ich so überfragt? Ich kann nicht raus, aber auch nicht rein. Wir lassen ihn nochmal auf die andere Seite rüberfahren. Ich glaube, das hat ja eigentlich nur was gebraucht, um an die Holzpuppe ranzukommen. So. Jetzt müsste ich ja eigentlich. Warum kannst du das nicht aufmachen? So, ah, passed the chasm. Springen. I'm reasonably impressed. You have potential indeed. I'll have to keep an eye on you. Ich habe vergessen, dass man ja springen kann. Mal kurz gucken, ob wir vielleicht das wegbekommen. Nein, na gut. Ja, jetzt so langsam kommen die Bugs. Ich habe keine Ahnung, ob das dadurch zustande kommt, dass ich ein Talent habe, Bugs zu finden. Oder ob das einfach jetzt so ist. Punkt. Aber das ist ein geringeres Problem. Das sollte dem Spiel keinen Abbruch tun. Oh, da wird's. Oh, so schöne Farben. Okay, wir machen hier unsere erste Form. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Muss man denn überhaupt was drücken? Ich... Hm.
stehe ich auch richtig drauf? Bis auf Schmerzen in den Armen fühle ich nichts. Hat das was? Aha. What are you up to? I see. Well, fly. Ah. Okay. Honor my posture. Know thyself and fight against oblivion. Jetzt macht das Sinn. Gut. Dann haben wir schon mal eins. Boah, die Welt ist so groß. Und so viele schöne Rätsel. Und diese Farben, die Farben gefallen mir am meisten. Dieses Weiß und Orange. Oh, da ist der nächste. Könnten wir eigentlich von hier schon scannen. Man kann doch zoomen, oder? Irgendwie. Ja. Muss ja nur versuchen, wieder eine ruhige Hand zu haben. Boah, ist gar nicht so einfach. Aber das ist die Schwierigkeit. Oh, da fehlen uns ein paar Sachen. Oh, das sieht auch toll aus. Shepherds would trade their goods with the miners from deep below. But the cave mouth has been blocked for a long time. Hatte ich schon gesagt, dass mir der Stil richtig gut gefällt? Ich glaube schon. Aber ich wiederhole es gerne nochmal. Dieses Comichafte und trotzdem Plastische ist super. Du hast so aquarellfarbene, matte Farben, die super zusammenspielen. Ich glaube, ein paar Outlines wären halt auch noch top, so im Sinne von Guild Wars 2 oder Prince of Persia. Aber so ist auch echt top. Am liebsten möchte ich hier so wirklich entspannt rumlaufen, mir alles ganz genau anschauen. Was ich auch zum Teil auch mache. Aber auch mit dem Drang oder mit dem Trieb auch wirklich alles anzuschauen. Ist das nicht so ein Teil? Da ist es. Das haben wir gebraucht. Ja. Tja, wer kann, der kann. That's like a four-leaf clover times three. Echt okay. Echt groß Glück. Oh Mann. When crushed, they produce a particular deep blue dye. Okay. Lernen wir noch was über Farbkunde. Breathe it in. These are the highest, but also the deepest places in my realm. The kites fly to the high peaks, while the shepherd villages nestle in the valleys below. And below that, beneath the mountain, well, we'll get to that. Okay, da kommen wir noch hin. Das ist ein guter Einsatz, denn wir müssen jetzt die Folge beenden. Denn da unten kommen wir beim nächsten Mal hin. Da ist schon der nächste Dude, den wir einscannen können. Machen wir beim nächsten Mal. Ja gut, gehen wir kurz hier raus. Pretty Up Mod, perfekt. Hier sehen wir nochmal eine Karte. Oh, da erwartet uns noch einiges, glaube ich. Dieses Horn brauchen wir. Finden wir also auch hier auf dieser, in dieser Welt. Ja. Ich bin echt positiv überrascht, über das Spiel. In der Wortfindungsstörung. Und bin gespannt, was noch auf uns zukommt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt.
Sonst gehen wir zur Abmod. Ach, die Farben bleiben in meinem Kopf. Die gefallen mir. Hatte ich ja schon öfters jetzt gesagt. Weiß und Orange. Orange, ah, fast die Nachbarfarbe von Rot. Die Passion lebt auf. Auch das Spiel lebt auf. Und ich denke, ich werde es weiterverfolgen. Wir werden dieses Spiel zu Ende bringen. Irgendwann. Durchziehen werden wir es auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Und schaut euch an, wie ich die Türme bezwinge und was für Geheimnisse und Intrigen vielleicht noch dahinter stecken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Enel Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.